Hallo, in diesem Video geht es um einen großen und einen kleinen Reflektor und klar, wie man sie auseinanderbaut ist einfach, aber wie faltet man diese Dinger wieder zusammen? Ja, dafür muss ich den erstmal hier aus der Hülle rausholen. Und der Reflektor ist 120 x 180 cm groß von Forex in diesem Falle. Und wie man sieht, ich bin 1,86 und der hat so etwa natürlich meine Größe. Für die Ausleuchtung bzw. Reflektion für den ganzen Körper sehr gut geeignet. Es ist kein Premium-Produkt, aber den kriegt man für einen guten Preis. Und damit kann man anfangen und damit kann man so ziemlich alles ausleuchten bzw. Schatten wegkriegen oder ein bisschen als Abschatter nutzen. Ja, das funktioniert auch ganz gut. Das ist ein 5-in-1 Reflektor, so wie der kleine, den ich auch gleich zeigen werde. Und der hat eine silberne Fläche, eine Abschatterseite, also eine schwarze Fläche, die allerdings ein bisschen reflektiert, aber was auch nicht schlimm ist, eine goldene, weiß von innen und auch einen Diffusor hier. Ja, das gesamte Konstrukt hier kann man als Diffusor benutzen, ganz nett. In der prallen Sonne, wenn man da fotografieren möchte und in der Nähe ist kein Schatten oder man möchte einfach auf einem gewissen Platz fotografieren, man braucht so einen Abschatter, das beziehungsweise einen Diffusor, dann funktioniert das sehr schön. So, kommen wir mal zum Falten. Genau, da gibt es ganz tolle Anleitungen. Video, wo man das hinten rein übersteigt und so weiter und so fort. Das braucht man nicht. Das finde ich aber auch ein bisschen ja, sehr fancy, aber umständlich. Einfacher geht es, wenn man das so greift. Also die Handflächen kommen hier nach hinten, die Daumen nach vorne. Und man führt im Prinzip die Hände zusammen und die Arme bleiben ausgestreckt. Ja? Und wenn man hier das weiter zusammenführt, ineinander führt, dann fängt es an, sich zu falten, zu klappen. Und so einfach ist das. Ja, ich zeige es nochmal. In der schwarzen Seite nochmal nach außen. Die Daumen hier. Und dann die Arme zusammen. Und schon fängt es an, sich zu falten. Die Hände kommen zusammen. Zack, fertig. Das ist alles, das ist die ganze Magie dahinter. Und jetzt kann man das wieder eintüten. Bei dem kleinen Diffusor, beziehungsweise bei dem kleinen Reflektor, ist das ein bisschen anders. Da muss man ihn zum Beispiel so greifen, entgegengesetzt, und dann rotieren. Und mit dieser Rotation kriegt man ihn dann wieder zusammen. Ja, hoppla, nehmen wir noch und rotieren, ja. Daumen vorne, Daumen hinten, rotieren und so tütet man den auch wieder ein. Moment, zack. Ja, wenn man den nicht so in der Übung drin ist, dann kann es schon mal sein, dass man den greift und dann wie war es nochmal, aber man kommt ja ganz schnell wieder drauf. Und so funktioniert das. Ja, das war der erste Teil mit Reflektoren und in diesem Fall war es das Falten. Also, viel Spaß und bis bald.